So, hallo, wir machen weiter bei Inferi Mario. Hurensohn! Brauche ich eigentlich eine neue Übertragung? Wir brauchen noch eine Übertragung. Ihr braucht eine Übertragung. Brauche ich eigentlich eine neue ROM oder passt jetzt alles? Der ROM sollte noch alles passen. Bisher hast du mir nichts geschickt. Okay. Ach so, ja, wollte ich dir eine neue ROM schicken? Habe ich das gesagt? Nein, das weiß ich nicht. Ich sag nur, du hast mir bisher nichts geschickt. Das ist alles. Ach so, ja. Ja, wenn ich dir nicht gesagt habe, dass du eine neue ROM bekommst, dann bekommst du wohl auch keine neue ROM. Okay. Na dann. So, ich habe aber keine Ahnung, wo wir waren. Und ja, ich auch nicht. Das ist ja schon cool. Zu lang her. Wir mussten doch eh von vorne starten, oder? Müssten wir? Bin ich nicht deswegen auf die Overworld gegangen? Guck dir nochmal dein letztes Video. Ach so, ja, okay, dann kann ich dir auch eben... Moment. Ach so, ja, wir Nein, es war doch so, dass das Yoshi... Das war doch mit dem Yoshi der Quatsch. Wir hatten das Problem mit dem Yoshi. Ja. In dem State kommt hier gerade ein Leben raus. Ja. Gib mir einen Moment. Das ist ja schon mal dumm. Bin ich jetzt... Wo war ich? Oh Gott. Ich glaube, wir starten also Conan, von vorne. Conan, ich habe übrigens vorhin beim Testen 20 Minuten gebraucht, um zu der Stelle mit dem Swamp zu kommen. Also P-Switch duplizieren, Shell in den An- und Off-Switch werfen. Ja, und so weiter. Ja, wie schön für dich. Ja, deswegen... du wolltest was zu dem Pilz sagen? Ja, und zwar hat Conan ja einen Break benutzen müssen, um... ja, da hinten, geh mal nach links, du machst jetzt gerade eh alles falsch. Links ist ja dieser lustige Thwomp. Und da hat Conan ja einen Pilz verloren. Da nicht so weit links. Idiot. Bei den beiden Münzen. Ich wollte den Break zeigen. Ich habe doch hier oben mir den Pilz geholt. Ja, genau. Das ist aber falsch. Denn das funktioniert, also das, wie ich es geplant habe, funktioniert nämlich auch. Conan ist nämlich... Hier habe ich mir den Pilz geholt. Genau, Conan hat nämlich den Pilz, den er im Moment hatte, eigentlich an einer Stelle verschwendet. Er hat sich einfach so klein gemacht, ohne dass er... er musste sich schon klein machen, aber er hat das Kleinmachen nicht genutzt. Er hätte einfach, bevor er nach rechts geht, um den P-Switch wieder zu holen, hätte er einfach ja die Münzen wegmachen können und sich dann mit dem Pilz klein machen können. Das hätte funktioniert. So, Bitch. Hurensohn. Also wo jetzt? Ja, wenn man den Level startet, dann kommt man klein rein, holt sich rechts den P-Switch, dupliziert den P-Switch, bla bla, sammelt dann den Pilz hier ein, den man durch den P-Switch bekommt, kann sich damit dann Yoshi holen, kann dann hier den einen Turnblock wegmachen. Die Münzen hier. Nein, und dann kann man nämlich mit dem gleichen Pilz, den man direkt am Anfang einsammelt, auch noch die Münzen bei dem Thwomp wegmachen. Ah, okay. So, und dann muss man dann erst nach rechts gehen. Oder was du gemacht hast, Moment. Nee, ist okay. Nee, ist richtig. So, und dann kannst du nach rechts gehen, dir wieder den P-Switch holen. Und, Aber mit dem gleichen P-Switch? Das heißt, ich muss dann muss ja das bei dem Swamp anfangen, weil ich doch da direkt den... Ist ja auch egal. So. Check ich gerade nicht, aber ist egal, ja. Start das Level von vorne. Oh mein Gott, Conan checkt fast nicht. Welche Überraschung. Ja. Das ist noch nie vorgekommen. So. Gehen wir mal in die 5. Und Ocarina. Ist das nicht ein tolles Level? So, das muss jetzt auf jeden Fall... Ich habe vorhin auch den Wolkensprung geschafft, weil ich cool bin. Ich mache auf jeden Fall gleich Weini, wenn jetzt hier wieder ein Mond ist. Okay, Gott sei Dank. Oh, das wäre lustig, wenn da wieder ein Mond wäre. Ja, dann dürften wir alles nochmal machen. Ich würde Lachi machen. Wenn wir das nicht machen. Also, jetzt was muss ich jetzt beachten? Das Yoshi da hinten darf ich jetzt nicht reinladen oder schon? Noch nicht. Erstmal darf ich noch gar kein Yoshi reinladen, weil hier als erstes ja eins rauskommen muss. Ja, genau. Okay, das heißt, wenn hier ein Yoshi rauskommt, ist erstmal alles richtig und dann ist die entscheidende Frage, ob wir erst das Yoshi da drüben reinladen oder das da hinten. Korrekt. Das heißt, ich kann... Du holst jetzt erstmal den Pilz. Habe ich da nicht irgendeinen gescheiten Safe, wo man schon... Mein Gott, Conan, das geht doch schnell, ey. Oh, da habe ich jetzt aber auch schon was reingeladen. Das waren gerade 20 Minuten, die ich da gebraucht habe. Ach, das habe. Ist der Safe, ne? Den kann ich eh kacken. Ah, 20 Minuten nennst du also schnell? Ja, für Conan-Verhältnisse. Auf den Safe kann ich eh scheißen. Okay, gut, also dann starten wir das Level zum, keine Ahnung, wie vielten Male. Fast von vorne. Na, es ist ja gar nicht von vorne starten. Scheinbar allzu gut. Nicht mehr so gut, wie ich dachte. Ach so, und es ist übrigens kein Flo mehr dabei. Der ist nämlich unterwegs.
Der ist in Vietnam, die Wieso ist dein Block jetzt hier schon ausgelöst? Achso, das ist ja gar nicht geblockt, das ist er. Boah, bist du dumm, ey. Ja. Wir alle wissen, dass du dumm bist, beziehungsweise dass Conan dumm ist. Wieso also, musst du es dann nicht immer wieder bestätigen. Es reicht, dass du es von. Ah, von du hast mir die Shell ja schon gegeben. Ich kann ja jetzt erstmal den On-Off auslösen. Nein! Fuck, wieso hab ich dir die Shell denn da schon gegeben? Das haben wir damals gesagt, weil wegen dem On-Off hier unten, ne? Ach, Mano. Blöder zu Vergangenheitsjahren. Warum machst du. Du hast mir die hier hingelegt, ja. Das heißt, ich muss. Warum vereinfachst du Conan auch noch? Den P-Switch darf ich. Ey, das war der mit dem P-Switch, dass ich den nicht immer wiederholen muss. Richtig, das war das. Echt? Ja. Boah, Jan, du bist so scheiße. Ich hasse dich. Ich muss ja dann einmal den P-Switch holen für den Pilz. Ich muss ihn ja so oder so holen. Hallo. Ach, keine Ahnung. Oh, das dürfte doch gleich gepasst haben. Aber du kannst einfach. Boah, bist du dumm oder so? Ich muss in die Lava springen dafür. Ja. Yep. Nein! Okay, es hat hier ist das Date, da hat's gepasst. Übrigens, HF, wie kannst du mit ZMZ spielen? ZMZ, deswegen Pilis Now. Also ich habe vorhin. Weil Setzen ist bei mir nicht funktioniert, weil irgendwie die Grafiktreiber oder sowas das da keinen Bock drauf haben. Ja, weil Setzen ist halt einfach in 16 ja, pass auf. Noch programmiert wurde. Hab ich vorhin ZMZ gestartet und der Sound, der geht null. Sound geht voll, der Sound geht übertrieben. Ich höre nichts anderes als Knacken. Ich höre nicht mal eine Grundmelodie oder sowas, ich höre nur. Ja, dann ist aber da auch was nicht ganz richtig. Also normalerweise ist der Sound schon okay. Kaputt. Normalerweise. Schuld, wenn du einen kaputten Rechner hast, ey. Lel. Normalerweise ist der Sound schon okay bei ZMZ, aber es hat schon manchmal Sound. Der Sound ist okay, außer du machst einen Slowdown, dann klingt er halt so, wie wenn. Ja, richtig, die Slowdowns sind eine Katastrophe. Wie wenn du einen Slowdown würdest. Also nicht. Spiel aber in Ferien nur auf Slowdowns. Spielst in Ferien nur auf Slowdowns? Ja, ganz ehrlich, Noobhaftigkeit muss halt auch bestraft werden, du Spasti, ey. So, gut genug beleidigt für heute. Okay, einmal bitte HF Let's Play Inferi ohne Slow-Mo confirmed, please. So. Go, HF. Los, nimm parallel zu Conan auf. Okay, du wärst wahrscheinlich trotzdem schneller fertig, aber egal. Ohne Slow-Mo kriegt er das nicht hin. Ich bleibe dabei, dass ZMZ ein Hurensohn ist. Nein, das ist an sich ja nicht richtig. Also ZMZ ist schon ein guter Emulator. Ja, nein. Aber halt nicht immer. So. Was sagt ihr denn eigentlich zum Feminismus? Aber, Jan. Jetzt muss ich aufpassen, dass das Yoshi da nicht. Besser als Setsness. Ja, ist halt so. Du kannst auf Setsness nicht mal Power-Up-Incrementation machen. Was ist denn das für ein Lappen-Emulator? Was haltet ihr von Feminismus? Feminismus ist voll super. Habe ich gerade keine Zeit für. Ist es eigentlich für Feministinnen diskriminierend, dass Männer beim Volleyball auf einem höheren Netz spielen als Frauen? Ist das eigentlich Zeug das von Nicht-Gleichberechtigkeit? Wie jetzt? Weil dadurch wird er quasi indirekt das aus Volleyball bei Männern hängt. Auf 2,43 oder so. Ne, 2,43. Ja, aber Männer sind doch auch im Schnitt größer als Frauen. Ja, aber das würden doch Feministinnen nicht unbedingt einsehen, weil Feministinnen. Na, Moment, das ist. Nee, das ist doch Quatsch. Doch. Nee. Es gibt viele Feministinnen, die dann sagen, das ist diskriminierend, das wollen wir nicht. Nee, Entschuldigung, das wäre ja aber so, wie wenn du. Es heißt als ob, Connor, nicht wie wenn. Halt die Klappe. Das nee, halte ich jetzt nicht. Nee, aber rein theoretisch wäre es doch nur konsequent, wenn Feministen, wenn sie schon irgendwie alles andere, was teilweise auch total unsinnig ist, gleich in einer. Nein, aber es gibt ja nun mal Sachen, wo Frauen tatsächlich von der Natur benachteiligt sind. Das ist ja. Ja, dann müssen die Natur verklagen. Ist mir doch scheißegal. Ach, Frauen werden schon von der Natur benachteiligt. Ja, Frauen werden schon von der Natur gedisst. Haben die eigentlich überhaupt irgendeine Existenz? Nein, so habe ich das nicht gemeint. Ach, so hast du aber das nicht gemeint. Es gibt Dinge, gemeint, wo Frauen von der Natur benachteiligt werden. Das ist allein schon alle 30 Tage die Tage haben. Ist doch. Allein schon Brüste, Mann. Wer will denn Brüste haben? So was meine ich nicht. Nicht?
Nein, aber wie gesagt, also ja, du bist ja asexuell, deswegen ist ja, kennst du ja sowas wie Brüste nicht. Conan, Brüste ist das, was Frauen so als Vorbau haben. Es wird gemeinhin auch als Vorbau bezeichnet. Ach, du hast keine Brust. Ich habe keine größeren Brüste. Aha. Ich habe vielleicht ein solides Doppel-A-Körbchen oder so ein Scheiß. Na dann. So, du Doppel-A hast. Ja, wahrscheinlich habe ich mehr als Doppel-A. Lel. Jan, Frau confirmed? Jo, klar. Nicht nur Frau. Ich spiele übrigens immer noch ohne Slow-Mo, wollte ich nur mal kurz anmerken. Das ist schön. Ja. Warum spielst du nicht im TLMZ? Wer hättest du 999 Rewinds? Conan, warum spielst du in Ferien nicht komplett aufs, ohne Slow-Mo? Warum spielst du diesen tollen Hack nicht häufiger? Warum hast du vorhin gesagt, oh, ich will nicht? Fragen, ja, weißt du, wie viele Parts wir schon zu dem Level haben, Mann? Wann spielst du eigentlich Spoiler? Achso, nein, weiß ich nicht, Conan, weil... ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, das war mir dann zu viel. Ja, so viel. Conan, wann spielst du eigentlich Spoiler? Ne? Keine Ahnung, HF. Sehen. Keine Ahnung. So wichtig ist dieser tolle Hack dir also. Conan, du weißt, dass das HF noch jünger ist als wir beide, deswegen musst du mehr Rücksicht auf ihn nehmen. Ja, genau. Checkiere deine Privilegien. Dann genau. Müsste er sich aber auch jünger verhalten. Nö, wieso denn? Nein, HF. Mein Heckmilch. Nein, wenn du dich jünger verhalten müsstest, müsstest du dich jetzt hier hinsetzen und rumbeleidigen und rumflamen. Deine Mutter ist eine dumme Hure, du kleiner Hurenwichskopf. Bastard, Schmock. Ja, stirb einen grausamen Kindergartentod. Stirb einen grausamen Kindergartentod. Conan, spielst du eigentlich... Ich Conan, wenn Rainer dir Cruella schicken würde, würdest du es dann spielen? Conan, würdest du in Ferien eigentlich auf 100% spielen? Rainer mit Cruella, was? Wenn Rainer der Cruella schickt, du hast ja gesagt, ich muss mich wie ein Kind in der verhalten, und Rainer verhält sich ja nicht gerade reif, also wenn Rainer der Cruella schicken würde, würdest du es dann spielen? Nein. Ich habe auch noch eine andere Frage, Conan, würdest du in Ferie auf 100% spielen, wenn du dadurch einen anderen Boss bekämst, weil du hast dich ja bei Rainer beschwert, dass du den Main-End-Boss nicht bekommt. Das kommt immer auf den Aufwand drauf an, dass man bei Kirby die Crystal Shards einsammeln sollte, das ist ja irgendwie... Ja, aber er wusste ja scheinbar nicht immer, dass es in jedem Level 5 Crystal Shards gibt. Drei. Entschuldigung. Er kann das Spiel doch, er wusste es. Er hat in Welt 4 rausgefunden, dass auf der Karte angezeigt wird, bei jedem Level, wie viele von den Dingern man eingesammelt hat. Ja, Rainer ist halt ein ganz schlauer Mensch. Und am Schluss hat er jetzt ja gesagt, ich glaube, wenn man alle Kristalle einsammelt, dann taucht in der Mitte noch der dunkle Stern auf und dann kommt man da zum richtigen Ende. Warte mal, er weiß sogar, was dann kommt. Er weiß es. Er hat gesagt, aber er hat gesagt, er macht's nicht. Ist das richtige Ende dann Meta-Knight? Nee, das ist dann halt dieser finale Boss da. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ja, den fand ich easy. Den fand ich richtig krank. Ich fand den easy. Aber ich muss es vielleicht einfach nochmal spielen. Ja, du bist einfach schlecht, Conan. Geh weg, lösch dich. Weil den normalen Dev, den fand ich super. Also hier diesen, den er jetzt zum Schluss gespielt hat. Hier, wie heißt er denn? Löscht irgendwas mit Meta. Meta? Nicht Dark Meta, sondern. Achso, wirklich Meta und nicht einfach nur Conan sprechen. Mirror, Meta, irgend sowas, keine Ahnung. Meta als Rainer? Ja. Ich hab's jetzt echt vergessen. Vorhin hab ich's noch nachgeschaut. Naja, egal. Kennst du eigentlich das tolle Free-to-Play-Handyspiel One Piece Treasure Cruise? Ist das dieses Beat'em-up? Was heißt Beat'em-up? Es gibt so ein One Piece Beat'em-up, was auch fürs Handy ist und auch umsonst. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt als Beat'em-up bezeichnen würde. Ja, Camp. Wenn es ein Beat'em-up wäre, würdest du es als Beat'em-up bezeichnen. Wenn es keins ist, dann wirst du es nicht als eins bezeichnen. Keine Ahnung. Ich hab Mann, keine Ahnung von, diese Scheißwolke hier. Okay, Stormo. Ich dachte, der Wolkensprung wäre so easy. Bin wieder da und... Oh, wir haben dich nicht vermisst. Belästige euch weiter. Danke. Ja, das ruhig ja, der Wolkensprung ruhig ist irgendwie eigentlich. In die andere Richtung einfacher als hier zurück. Ja, dann könnte ich sinnvolle Sachen mit meiner Zeit machen. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ja, dann mach das doch. Tu es für deine Zukunft.
Wie lange nehmen wir schon wieder auf? 14 Minuten, okay. Was soll mir das denn für meine Zukunft helfen? Nein, ich bin schon wieder tot, ey, was soll das denn? Was spielst denn? Du denn überhaupt? Halt. Wo bist du denn überhaupt tot? Was spielst du? Hoffentlich im Real Life, du Bastard, gesterben. Ich sterbe einen grausamen Kindergartner-Tod. Ja. Was spielst du? Habe ich dir gerade gesagt. Nein. Kuchenschmuck. Ach man, lösch dich. Kein Bock mehr auf die Scheiße. HF hat geschrieben. Entschuldigung, Aggressor. Jetzt verwechsel ich nicht nur im Stream-Chat, sondern auch schon so. Aggressor hat geschrieben, dass er die aktuelle Staffel von Inferi irgendwie komisch findet. Ja, habe ich gesehen. Aber nur weil HF. Kann ich nur zustimmen. Ich finde die auch wahnsinnig strange. Strange? Life is auch strange, habe ich gehört. Ja. Oh, fick dich, HF. Ja, ich nehme dir alle guten Witze weg, ne? Weil ich so lustig bin. Ha 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 ha. Schon wieder. Wirklich schon wieder. Das ist ja. Ich weiß. Ich finde die aktuelle Staffel in Ferie auch strange. Vor allem, weil HF mir alles wegnimmt. Oh, Kötschbuller. Habe ich schon gesagt, dass Flo nicht dabei ist und wir deswegen keine nervigen. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, ich habe was Neues zu tun. Nein. You called it, Conan, you called it. Ich hab meinen Mute-Knopf. Ich werde ihn benutzen. Ach, schön. Du bist schon ganz, ganz schön dämlich, Conan. Außerdem kriegst du das gar nicht so schnell implementiert, wie das Flo macht. Ja, das kann man mal gucken. Hier habe ich mein Handy. Übrigens ein ganz tolles Windows-Smartphone, wegen dem ich kein Pokémon Go spielen kann. Könnt ihr mich immer noch hören? Hallo? Ach, Gott sei Dank. Könnt ihr dich noch hören. Sehr gut. Sehr, sehr schön. So. Jetzt kommt gleich von Jan die erste Musik. Nein. Das macht Spaß. John Cena, wer ist das? Ich habe jetzt den P-Switch, Jan. Ja. Damit hole ich jetzt den Pilz und was noch? Warte, ich such die einfach. Du musst den Fisch duplizieren. Also du musst den P-Switch auf jeden Fall auch duplizieren. Du musst den Fisch duplizieren. Den P-Switch. Alter, warte. Ich dupliziere den Fisch, alles klar. Duplizier den P-Switch los. Aber. Da müsste ich die jetzt da unten duplizieren. Ja, natürlich. Das musste ich doch das letzte Mal auch nicht machen, als wir immer durchgetestet haben. Ist doch Quatsch. Spiel einfach das Level normal. Du bringst mich irgendwie raus mit deinem komischen Gedöns, was du da machen willst. Wir haben doch die letzten Male... Ich hab das gerade erst noch gespielt, also... Es funktioniert, du brauchst 20 Minuten, wenn du gut spielst. Nehm, Conan. Wir haben doch die letzten Male... Also ja, du hast recht, dass ich noch einen P-Switch brauche. Ach ja, ich weiß wieder, wo ich ihn dupliziert habe. Du hast mir die Shell gegeben. Ja, ich hab's mir da ja vereinfacht. So scheiße, bist du. Danke. Stimmt, ich müsste ihn... Ich müsste ihn eigentlich dort unten duplizieren. Das ist ja an sich ein schönes Lied, aber ich habe keine Ahnung, ob das Copyright bedeutet. Ach, jetzt hört dich auch dann die Zuschauer wieder. Jetzt nicht mehr. Right, das ist von Dani, der hat das immer mal in die Gruppe geschickt. Ja, Dani hat das gemacht, oder was? Ja. Ja, wie? Ja, Dani hat bei der Erstellung dieser EP mitgewirkt. Ja, aber deswegen kann es ja trotzdem... Ach, das ist... Ja, frag Dani. Das ist super. Lösch dich einfach. So, damit haben wir jetzt Dupli. Nein, die Shell ist weg, so komme ich nicht mehr hoch. Du kleiner, verkackter. Du Misthupensohn, du Missgeburt, Alter. Sag doch einfach Conan. Dreckige kleine Wichser. Ach, jetzt geh weg, Shell. Ich will dich jetzt nicht. Lösch dich. Deine Mutter ist ein Hurensohn, Alter. So.
auf. Das Wetter ist zu warm. Nein! Lass uns doch übers Wetter reden. Ah, sie ist noch da. Gott sei Dank. So, und jetzt habe ich mir das Verduplizieren vereinfacht. Das Duplizieren. Weil du scheiße bist. Nein, ja. Du hast ja gefailt mit deinem Yoshi-Scheiß, deswegen darf ich das ja. Conan? HF? Hast du eigentlich Lust auf einen lustigen Einspieler, der gleich von mir kommt? Nö. Boah, man kündigt es doch nicht an, Mann. Doch, natürlich kündige ich's an. Ich bin ja ein freundlicher Mensch und ich will ja nicht, dass Conan Sachen in seiner Aufnahme bekommt, die er da nicht haben möchte. Deswegen hat er das Recht, vorher zu muten. Ja, ich weiß ja nicht, was da kommt. Hab mich angedrückt. Ja, aber Jan hat was losgespielt. Hörst du das gar nicht, HF? Nö, ich hab Jan ja ausgeblendet. Lel. Hallo, Jan. Würde ich auch. So, jetzt muss ich aber noch ein bisschen warten hier, ne? Ist ja noch eine Münze. Frosch. Wie spielst du das eigentlich ab? Tja, das genau, ist genauso bad. Das ist ja nicht so bad quantity wie Flo und seine. Ja, Jan spielt es richtig über den Soundkanal ab, offensichtlich. Weiß ich zwar auch nicht wie, Frosch. Aber er spielt es offensichtlich direkt über den Soundkanal. Warte mal, das probiere ich. Das probiere ich jetzt auch mal. Ich habe gerade mein Mikrofon. Obwohl, nee, ich nicht. Ich lasse mich lieber rätseln, wie ich das mache. Oh, das kann nicht so schwierig sein. Das ist viel cooler. Keine Ahnung, ich habe das bei Skype schon mehrmals probiert. Also über Ingame-Sound. Was zu übertragen, es hat noch nie funktioniert. Insofern, Props an Jan. So, jetzt hole ich mit dem Pilz. Ich angehabt. And his name is John C. Jan, jetzt hole ich mit dem Pilz, hole ich jetzt praktisch das Yoshi, ja? Ja. Und sonst mache ich aber nichts mehr mit dem Pilz. Du kannst übrigens den Yoshi-Block auch duplizieren, wusstest du das? Du kannst den Yoshi-Block doch duplizieren. Soll ich den die Shell damit runternehmen? Ja, mach einfach mal, du verlierst ja dadurch nichts. Okay. Nein! Ich bin klein geworden. And his name! Was denn? Name is John! Ups. So. Conan. Was denn? Weiß der gar nicht. Nein. Wie laut das teilweise ankommt. Ich möchte doch meinen Zuschauern keinen Hörsturz. Ich weiß, dass es noch aus ist. Du machst ja auch gleich wieder an. Ich will jetzt kurz die Stelle schaffen, weil ich kann hier nicht gleichzeitig. Das ist gerade eine ganz dumme Stelle, um ständig zu muten und zu entmuten. So, und wenn ich das. Okay. So. Ja, One Punch! Schöner Anime. Ah. Was habe ich denn noch so? Ah, das hier haben. Lass doch mal die Musik jetzt. Ja, gut, das kann man laufen lassen. Lügenlord. Ich mach's ein bisschen leiser, dann lassen wir es laufen. Lügenlord. Ist das so erträglich? Man kann die schon mitnehmen, oder? Ich mach die nicht immer kaputt. Also ich hab's vorhin gemacht, indem ich die in die Hand genommen hab. Immer gesprungen bin, also so normal. Wie normal gesprungen? Ich hab aufgehört mich zu Jan, ist dein Internet irgendwie kacke oder warum kommt die Hälfte vom Lied nicht an? Mein Internet ist kacke, hat man doch letztens beim Ruina-Stream gesehen. Und dann kommt man da runter? Was? Also du müsst deine Fücher springen, ne? Nicht nur. Dann kommt man da runter, ja. Hat zumindest vorhin bei mir funktioniert. Ich hab. Ja, springen und dabei ungeduckt sein. Da passt doch gar nicht, wenn ich da springe. Natürlich, du kommst dadurch runter. 100 Pro. Hat doch bei mir funktioniert, also hör auf.
Da passiert gar nichts. Ja, dann kriegst du es halt nicht hin, weil du dumm bist. Muss ich ihn denn duplizieren? Weiß ich nicht. Walter Mörs! Natürlich weißt du das. Halbleben des Captain Blaubeer. Die halben Lebenserinnerungen eines Seebären. Unter Benutzung des Lexikons der erklärungsbedürftigen Wunder, Daseinsformen und Phänomene Zamoniens und Umgebung von Professor Dr. Abdul Nachtigall. Oh, lesen. Klappe. Gerade nicht. Wie soll man denn da runter? Man muss doch immer sich nur durch. Man kommt doch nur durch Durchdrehen bei sowas runter. Man kam doch noch nie anders darunter. Aber da kommt ja nicht mal ein Sound, wenn ich da springen drücke. Oh Scheiße, ich sollte euch mal wieder entmuten. Es ist zu heiß. Es ist zu heiß für den Straßenkampf. Ach, weißt du was, dann machen wir das jetzt anders. Zu heiß, weil die Straße da. Warum sagt mir Skype jetzt, dass die Lautsprecher zu laut sind? Mir auch. Mir nicht. Interessant. Ist Ricardo gerade reingekommen? Nö. Oder? Nö. Okay. Doch, jetzt mir auch. Geil. Ach, ich kann das gar nicht da durchwerfen. Bist du dumm, Conan? Aber die musste man doch einfach... Conan, wie stehst du eigentlich zu Sparta-Remixes? Hä, man konnte doch sonst... Ach, geh weg. Das ist ja so 2003. Nee, 2007, Conan. Ja. Schon ein bisschen moderner. Warte, ich... Man konnte das doch sonst mal mitnehmen. Bin ich jetzt dumm? Nein, du musst es nicht duplizieren. So, lösch dich. Oh, warte. Spiel. So kann ich sie, glaube ich, mitnehmen. Wenn doch, dann habe ich es gerade mal wieder. Hihi. Nein, du kannst sie so nicht mitnehmen. Ist aber auch interessant, dass man die so kaputt macht. Eigentlich berührt man die ja gar nicht. Doch, natürlich berührst du die. Deswegen machst du sie ja kaputt. Ja, aber eigentlich ist ja der Fuß ganz woanders. Was hältst du eigentlich mal davon, was du schaffst? Aber der Fuß ist doch vollkommen egal. Es geht darum, dass du Momentum nach unten hast und deswegen machst du sie kaputt. Ja, gut. Oho, oho, Jan hat Ahnung vom Spiel. Was soll das denn? Na gut, also Yoshi, einmal raus. Vermutung. Yoshi ist raus aus Boxen, please. Jetzt kommt ein Leben. Nein. So, und jetzt mache ich mit dem Yoshi was? Ja, Kevin, das geht an dich, du Spasti. Voila, Digga. Lass doch jetzt mal das Eingeblende von dem Zeug. Ich muss doch wissen, was ich zu tun habe. Das ist von EMP. Gehst jetzt erstmal nach links und drehst jetzt den Block auf. Dann lade ich den kleinen Yoshi da rein. Ja, zwangsweise. Das haben wir das letzte Mal doch auch schon gemacht und dann war es scheiße. Ja, scheiße. Muss ich nicht erst den anderen reinladen? Ach so, ja, stimmt, das ist jetzt die Frage. Ja, eben, deswegen, da standen wir doch das letzte Mal schon. Laden oder nicht laden, das ist die Frage. Ja, dann mach ein extra Safe State, probier halt aus. Also ich mache jetzt so, wie ich es erst denke. Ich denke, ich muss erst den anderen reinladen und dann... Boah, lass die Einspielerei sein. Habe ich die Symphony of Evilness? Genau, das wäre mal was Tolles. Kannst du mir die eigentlich mal schicken? Ich habe die noch nie gehört. Ich habe die nicht. Voller Länge gehört. Ich habe die leider nicht. Verdammt. Ich habe die leider nicht. Scheiße, Mann. Was hier? So. Den P-Switch von da hinten kann ich aber gleich mit vornehmen. Den brauche ich ja eh dann zum Fisch. Ne, den Fisch machen wir ja nicht. Wir machen das ja mit den Cheats.
wird. Jetzt cheatest du einfach noch. Was soll das denn? Na, den Pilz lasse ich doch so runter. Haben wir ja gesagt. Gut. Du hast Niveau. You are now entering Fresh Dumbledore's Bureau. Wo habe ich eigentlich noch das HF? Drachenlord rastet aus auf Esperanto. Oh fuck. Ich hätte dir das niemals schicken sollen. Na, fuck. Mehr. Ich weiß gar nicht mal, ob Scheiße. Ich das. Soll ich dir schicken? Ja, schick's mir. Na, bitte. Gerade schlecht, aber gleich. Ach so, gerade schlecht, meinst du? Ja. Fun Fact am Rande, ich hab's selbst nicht mehr. Sehr gut, Alf. Ich denke schon, dass ich's habe, ich bin mir aber nicht sicher. Colin, kannst du mir mal bitte wieder schicken? Ja, ich such's dann gleich. Fresh Dumbledore's Büro, Eingang. Komm endlich rein, Mann. So, und jetzt muss ich doch aber... Oh. Wie ist denn das jetzt? Der ist jetzt reingeladen und jetzt darf der aber nicht... Wenn der wird ja jetzt zum... Nee, Quatsch. Der wird ja dann... Hä? Ich dachte, der soll da oben sterben. Fug! Hä, nein. Wenn er sterben würde, dann... Ne, dann wäre das... Dann wird das andere ja nicht unsichtbar werden. Dann wäre es ja immer noch sichtbar. Jo. Aber dann ist doch jetzt das falsche... Nee, soll doch ruhig da... Es soll doch ruhig da stehen. Ist doch okay. Na, aber das ist doch das ist jetzt falsch. Nein, dann ist es doch jetzt falsch gewesen. Dann darf ich den nur reinladen, aber noch nicht weitermachen. Ich brauche doch nach der richtigen Lösung jetzt. Das kann sein, ist mir doch egal. Etzala, Mann. Ist es eigentlich irgendein Unterschied, wenn ich jetzt so spreche und wenn ich. Moment, gib mir einen kurzen Moment. Boah, ich blick das mit den Yoshis nicht, ey. Das macht mich wahnsinnig. Verschied? Warte mal, red mir nochmal in beiden Modi. Okay. Hallo, 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 hallo. Und jetzt wird geweckt. Hallo, hallo, hallo. Du solltest den Wechsel einfach nicht ankündigen, dann wäre okay. Es. Okay. Wirksamer. Dann kündige ich es nicht an. Warte. Ein richtiger Sohn. Ein kleiner Drecksack. Oh, tschüss, Swamp. Lass mal Sex schreiben, mach. Das richtige Hurensohn war leise, aber es könnte auch einfach daran liegen, dass dein Internet scheiße ist. Dann war es mein Internet. Das klingt ja so, als würdest du dich ständig muten. Nö, ich wechsle einfach ständig nur zwischen zwei Modi hin und her. Ich würde mich niemals muten, wenn ich die ganze Zeit rede. Just saying. Hey, hast du schon gehört? Hey, was? Dumbledore hat sein Hörgerät wieder verloren. Alter Scheiße! Er will jetzt alle weg. Hey, wo ist das Wurm? In den Weg kommen. Hey, wir müssen abhauen. Der ist ja, weg, weil der Yoshi reingeladen wurde. Hey, hey. Oh Mann, ich bin so sauer! Wo ist mein Hörgerät? Hä? Hey, wo ist es? Wie soll ich das wissen? Du Schwachkopf! Schwabbelspeck! Krimskrabs! Quiek! Sehr alt und auch senil. Ich denke nie. Oh, sehr gut, sehr gut. Nein. Schwachkopf. Ich bitte dich doch ernst zu bleiben in einem solch relevanten Let's Play auf Connens relevantem Kanal. Das einzig relevante Let's Play auf Connens relevanten Kanal. Tut mir leid, aber da gibt's noch so ein paar andere relevante. Ich hab gehört, vorher ja? Mario, was du jetzt starten wird. Ja, das gibt's ja noch nicht auf Connens Kanal, also. Please, Saif. Ja, es gibt ja tolle Streamaufnahmen. Warum? Ihr hört das aber jetzt, ne? Ja, natürlich hören die das. Warum höre ich das denn nicht? Wie scheiße ist das denn?
Was hörst du nicht? Erst, ja, wenn ich das abspiele, sollte ich es eigentlich hören. Aber ich habe es gerade nicht gehört. Wieso hole ich jetzt nochmal den P-Switch? Ich hab's. Irgendwas habe ich verpeilt. Mit Fische duplizieren. Eigentlich würde ich jetzt den Fisch duplizieren, aber das mache ich ja gar nicht. Warum hole ich ihn denn dann überhaupt? Warum machst du das denn nicht? Warum willst du denn den Fisch nicht duplizieren? Ach, fick dich. Weil Fische duplizieren ihm nicht viel Spaß macht. Weil das ist eine Verletzung von Tierrechten und das findet die PETA gar nicht gut. Oh, ich habe gerade gespoilert. Sorry, ich lösch das. Sorry, das hat gespoilert. Du hast gar nichts gesagt. Das hat gespoilert. Er hat gesagt, Snape killt Dumbledore. Was? Ja, sorry vor Spoiler. Du hast überhaupt nichts gesagt. Natürlich. Ja. Das hat man nicht... Nein, das hat man überhaupt nicht gehört. Ach, ich bin so blöd. Ja, bist du. Ich hab vergessen, es wieder umzustellen. Vollidiot. Oh mein Gott, Jan ist blöd. Und Conan ist blöd, das heißt, ich bin der Einzige, der nicht blöd ist. Du dreckige Bitch. Hast du mich getötet? Du dreckige Bitch. Wo stirbst du eigentlich die ganze Zeit? In welchem Spiel? Weiß ich nicht. Hab ich vorhin schon gefragt, der will es ja nicht verraten, was er spielt. Ja, ich verrate. Nee, ich hab gesagt, dass ich es schon. Kann ja nur Isaac sein. Nein. Ich spiele auch andere Spiele als Isaac, Conan, please. Warte mal ganz kurz. Ori. Nee, das würde HF wahrscheinlich sehen, weil er hat ja Steam noch offen. Ah, ist nichts auf Steam. Du Arsch. Da ist nichts mehr. Ciao. Alter. Ich glaube, dass ich es eh gerade falsch mache. Wenn ich jetzt das Yoshi da hinten groß gemacht hätte, dann wird das, was ich hier vorne habe, unsichtbar. Ja, weiß ich nicht. Aber kann das wäre ja falsch, weil das mit das... Ach, natürlich! Nee, das da vorne soll doch unsichtbar werden. Nein, das da vorne, mit dem soll ich doch eigentlich jetzt den Fisch erstellen, nach der Originallösung. Ach so, ja. So. Ja. Aber das würde ich jetzt das mache ich jetzt ja nicht. Stattdessen gehe ich jetzt ja hin und lass den Pilz runter bei dem anderen Yoshi. Du hast doch gar keinen Pilz. Den ich durch den Cheat hole. Du holst den durch einen Cheaten-Pilz? Natürlich. Content, aber den Cheatcode musst du dir wieder raussuchen selbst. Den hab ich ja schon noch da. Wie ist er? Nicht hier, sondern da. 3037763. 23. Leak. Da wurde hat jemand etwas geleakt. Ich habe eine Nummer geleakt. Oh fuck. Oh, das Lied gibt's ja auch noch. Warum habe ich das denn auf meinem Rechner? Ich mag nicht mehr. Dieses Level ist so kacke. Warum ist das Level so kacke, Mann? Conan, du kannst das ja, du kannst ja ein anderes Level aus einem anderen Hack spielen. Von einem Hacker, der hier auch da ist. Ich meine natürlich Conan Kun 88.smc. Ey, Jan, mach mal aus. Ich will es nicht ausmachen. Ich will's noch ein bisschen hören. Komm schon. Weiter weiß ich nicht. Dümmstes Lied ever. Warum habe ich das so beim Rechner? Och man, ich habe hier nur so Musik und gar nicht so wirkliche Samples, die man einspielen kann. Boah, ich habe nur so Musik. Warm. Dumm. Conan, du bist. Du könntest ja einen Sparta-Remix einblenden. Wusstet ihr schon, dass Master June, also der Typ, der immer die SMB-Tasis macht, früher Sparta-Remixes gemacht hat? Wusstet ihr das? Nein. Schade eigentlich. Wir könnten uns ja einige seiner grandiosen Werke anhören. Wie zum Beispiel Hallo Müllfisch. Ah! Ja,
Jan, mach mal bitte das Video an. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber du bist ein großer Magier. Natürlich wirst du es nicht machen, weil du bist natürlich mein Gott und deswegen musst du auf mich nicht hören. Aber ich bete dich an, oh großen Gott, und der hört wahrscheinlich gar nicht zu, der Spaß. Wer hört nicht zu? Ach, du. Ja, ich weiß. Ja. Wieso? Ich krieg's. Was hast du gesagt? Ich schick dir jetzt ein tolles, grandioses Kunstwerk. Ich hab den Part beendet. Nein. Am Ende doch mal den Part. Aber das ist doch schon wieder überhaupt nichts wert, der Part. Dann schneide halt mal. Mach mal das bitte an, ich glaube, das triggert Conan. Nein, ich will keinen Spaß. Der mag die doch so gerne. Wir haben Musik hinzugefügt. Ein Song, was habt ihr denn hinzugefügt? Ach, Afrosch ist jetzt auch in meiner Musikbibliothek. Schick. Was macht das denn jetzt in meiner Musikbibliothek? Da ist doch eigentlich nur Musik drin. Selbst sein Name, der John Cena ist, ist ja Musik. Okay, warte mal. Wie machst du das, Jan? Sag mal bitte. Ich möchte es jetzt auch. Ich möchte es auch erlernen. Er stellt halt einmal um, er switcht einfach hin und her. Das ist ja super einfach dann. Was ja nicht. Was halt schwierig ist, ist gleichzeitig zu reden und den Ingame-Sound abzuspielen. Der wechselt halt vom Mikrofon auf Dings. Was ist? Ach, nichts. Lacht. Hat Conan was Dummes gesagt? Ah. Nein. Ah. Ich werde euch nun den Namen eines Programmes nennen. Ja, das Programm heißt Manicam. Kann man sein Mikrofon einstellen und da kann man Musik einspielen und man kann dann Manicam als Mikrofon-Input benutzen. Ja, aber du könntest auch einfach deinen Stereo-Sound als... Nein, kann man nicht, das ist das Problem. Kann ich gleichzeitig reden, also, du Idiot. Nicht einfach so, zumindest nicht einfach so in Skype. Das ist das Einfachste, Manicam habe ich eh schon drauf, also kann ich das auch einfach benutzen. Idiot, sorry. Ich will nicht mehr, warum kriege ich jetzt den Sprung nicht mehr hin? Ja, ich habe mich gerade bei Conan entschuldigt, weil er ein Idiot ist. Verzeih, also sorry, aber dich für sowas zu entschuldigen ist ja schon ein bisschen schwach. Kann man so dumm sein, Conan? Okay. La 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 la. La 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 la. Wieso bin ich jetzt so blöd für den Sprung? Jetzt habe ich schon 3000 Mal geschafft und... Wie wär's, weil du ein Conan bist? So, just asking questions. Stell nur Fragen. Sag mal, Conan, wie ist denn das eigentlich mit den Chemtrails? Ich hasse dieses Level. Conan, du könntest alternativ auch ein anderen Hack von einem anderen Hacker, der auch hier in der Gruppe ist. Dich hasse ich auch. Spielen. Warum? So. Ich aber doch. Warum? Das verstehe ich jetzt nicht. Das Level mag dich aber doch. Erläutere das bitte. So, also du eigentlich hätte man jetzt praktisch den P-Switch hier und würde mit dem Yoshi lustige P-Switch-Dinge tun. Hat jetzt aber hoffentlich war das richtig, den da hinten reingeladen. Wir von Trailer Park setzen uns nun schon seit vielen Jahren für den Weltfrieden ein. Unsere Methoden stoßen vielerorts auf Kritik und Unverständnis. Wir lassen uns aber nicht den Mund verbieten. Harte Zeiten erfordern harte Maßnahmen. So. Ja. Genau so ist das nämlich. Dieses Level erfordert auch harte Maßnahmen. Jetzt würde ich praktisch Folgendes machen. Es muss ja in echt funktionieren, ne? Lass mich doch nix sagen. Mach das jetzt mal aus und lass mich mit dir reden. Ich glaube, dass jemand ein bisschen aggressiv. Mann! Auf einer Skala von 1 bis 10, wie mad bist du gerade? 10. So. Ah, schön.
Ja, weil ich nicht, weil ich immer noch nicht das Gefühl habe, dass dein Level funktioniert. Ach, natürlich. Zumindest so, wie du das dir vorstellst. So wie ich es jetzt machen würde, vielleicht schon, aber so wie... Pass auf. Wenn ich jetzt dieses Yoshi hier groß mache, wenn ich das jetzt tun würde, dann würde dieses hier unsichtbar werden. Ja. Nein, nicht unbedingt. Du kannst dieses hier doch einfach töten. Richtig. Ich muss das vorher töten. Wo? Hier oder was? Das würde funktionieren. Das heißt, man müsste jetzt viermal einen Fisch erstellen. Bist du noch da? Nein. Gut. Man müsste viermal einen Fisch erstellen. Nein! Ach, na gut, muss ich gleich aufmachen. Hätte ich vorhin aufmachen sollen. Kacke. Man müsste viermal einen Fisch erstellen und beim fünften Fisch müsste man Yoshi vorher töten. Ja. Okay. Erstellen, dann Yoshi töten. So. Dann wird dieses Yoshi hier echt und hier hochgedrückt. Und dann geht man zurück zu dem anderen und macht das groß. Und dann wird das hier unsichtbar. So ist der Plan. Gut. Dann haben wir das jetzt. Weil es nicht funktioniert, Idiot. Dann haben wir das jetzt verstanden. Wunderschön. Also, dann haben wir jetzt, tun wir jetzt so, als hätten wir den Fisch erstellt. Also den fünften Fisch. Das heißt, der fünfte Fisch kommt jetzt durch die Gegend. Lass den Scheiß aus. Ich wollte doch nur fragen, wo das Problem ist. Und ich muss mich jetzt... Ach, jetzt habe ich das halt blöd gemacht. Ist HF gerade weg und installiert Manicam? Keine Ahnung. Ich bin noch da. Ich schmeiß euch eh die Prügel raus, wenn ihr das nochmal anmacht. Jetzt muss ich kurz gucken, irgendwo habe ich die Cheats gespeichert. Nein, benutzt doch keine Cheats. Ich glaube sogar auf dem Desktop. Oh, du bist doch so ein Hurensohn. Hast du ein Textdokument mit dem Dingenskirchens hier mit dem Cheat auf deinem Desktop gespeichert? Irgendwo habe ich die Nike gespeichert. So ein Hurensohn, Conan, jetzt mal ernsthaft. Hier? Habe ich das... Lass uns mal... Das ist dein Hure. Nein, hier nicht. Ja doch, auf Twitter. Nicht hier, aber auf Twitter. Oh, das war's jetzt. Ich sehe übrigens nichts. Wo habe ich den? Ja, du siehst freilich nichts mehr. Feilig. Freilich. Gleich siehst du wieder was. Du siehst... Ich headbange gerade, aber ihr könnt mich nicht sehen. Ganz ehrlich, ich bin jetzt weg. Ich habe keinen Bock auf die Aufnahme. Es passiert irgendwie gar nicht. Ohne Flo, mit dem man über Quantenphysik reden kann, ist halt auch total langweilig. Ich kann auch über Quantenphysik reden. Ich habe ein tolles Lied von den Kassierern gehört, das heißt Quantenphysik. Ich habe gehört, Drachenlord hat auch Ahnung von Quantenphysik. Quantenphysik Ahu. Quantenphysik Ahu. Quantenphysik Ahu. Quantenphysik. Tschüss. Tschüss. Scheiße. Dann muss ich die trotzdem kurz wieder raussuchen. Ich hatte die doch gespeichert. Wo habe ich die denn gespeichert? Oh, Conan, ey. Soll ich nochmal Dani anrufen? Ohne Dani ist das doch hier nichts. Lass mal Dani hier dazu holen. Sag mir mal lieber schnell die Cheats. HF hat die Cheats immer rausgesucht, ich nicht. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Oh, wir haben doch jetzt aber eh schon wieder... Wie lange? Wahrscheinlich 50 Minuten oder so. Ja. Na gut, dann werde ich den Part machen beim nächsten Mal weiter. Ich wollte es eigentlich in dem Part noch machen, aber das haut so nicht hin. Bis dann. Tschüss.